alles annehmen und dann gucken wir mal, was da war. Alleine 3 Vierer-Dekos. Mahlzeit, liebe Freunde, und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch 2 Möglichkeiten, während des Festes Dekorationen zu bekommen. Bis Seltenheit 11, in Ausnahmefällen auch Seltenheit 12. Und zwar, als erstes fangen wir mit der Quest an. Das wäre Flora Frostbeule, eine Event-Quest. Ich habe mir jetzt hier die komplette Astralrüstung geholt, wegen dem Perk Dankbarkeit. Da Astral Dankbarkeit verbessert die Chance, stark besondere Astralfestbelohnung zu erhalten. Auf die Rüstung habe ich dann noch Botaniker Stufe 4 gemacht und das reicht. Mehr braucht ihr nicht, nur Botaniker Stufe 4. Für die Leute, die in der Kantine schon alles haben, die können auch die neue Kantinenzutat bzw. Katzenglück freischalten. Dafür nimmt man einfach einen Gutschein, den könnt ihr natürlich beim Dampfwerk bekommen. Und geht zu den Getränken und holt sich hier alles. Wenn ihr gesegneten Wein noch nicht habt, weil da habe ich lange dran gehangen, ihr müsst alle Aufträge vom Fischer machen, der halt auf den verschiedenen Maps draufsteht, im Low Rank und High Rank. Das heißt, fangen einen Schießpulverfisch, fangen einen Platinfisch und so weiter und so fort. Und zum Schluss kommt dann, fangen einen besonderen Fisch im Rotten Vale. Das ist dieser, wofür ihr auch eine Trophäe bekommt. Ich weiß den Namen jetzt nicht. Und wenn ihr den Beutezug fertig habt, dann kriegt ihr gesegneten Wein. So, wir machen mal ganz kurz hier Glückstrinkergericht. Wir machen das mal ganz kurz, dadurch kriegen wir dann Katzenglück. Mau, mau. So, dann gehen wir einfach in eine Quest rein, würde ich sagen. So, Eventquest Flora Frostbeule. Ihr fangt bei Lager 15 an, das ist ganz wichtig, dass ihr das Lager habt. Ich werde mal kurz einen Gutschein benutzen, einfach so. Ich benutze die Dinger so selten. Und ja, dann zeige ich euch, wie ihr da relativ schnell und einfach gute Dekos rausbekommt. Die Dekos variieren immer stark, wie viele ihr kriegt. Manchmal ist es pro Run nur einer. Das höchste, was ich bisher gekriegt habe, waren 6. Und das war sogar ohne Food Buff. Von daher, das ist jetzt nicht so schlecht. So, ihr lauft hier einfach durch. Ihr braucht auch kein Heißgetränk nehmen, dafür ist die Quest zu kurz. Bei viel Glück dauert die 30 Sekunden, bei ein bisschen weniger Glück 40. So, und dann geht ihr hier an den ersten Punkt und sammelt das gefrorene Blattwerk ein. Ja, ihr seht schon, 4. Jetzt habe ich was Seltenes gefunden, jetzt dauert es natürlich ein bisschen länger. Dafür kriegen wir ein paar Forschungspunkte, was jetzt auch nicht so schlecht ist. Und der nächste Sammelpunkt. So, 6, 8, fertig. Mehr war das nicht. Ihr könnt jetzt natürlich noch viele Research Points einfach immer mitnehmen. Ihr kriegt auch sehr viele Research Points dafür, wenn ihr das immer wieder macht. So könnt ihr auch die 20 Sekunden überbrücken. Also ich muss jetzt sagen, mein Charakter ist mir gut gelungen, nur dass ich diese LED-Lichterkette nicht im Gesicht habe im normalen Leben, aber ich finde es schön. So, dann gucken wir mal. Ja, seht ihr, ne? Hier haben wir ein VIP-Astral-Ticket und wir haben, jetzt muss ich kurz gucken, 4 uralte Feensteine. Ja, ich möchte alles annehmen und dann gucken wir mal, was da war. Alleine 3 Vierer-Dekos. Wir haben Eisangriff, Einschüchterungsfähigkeit Seltenheit 9, Hungerwiderstand 9 und Verteidigungsboost-Fähigkeit 9. Ihr kriegt auch hier bis 11, also ich habe auch schon Rarity 11 Sachen gekriegt. Ich habe das mehrere Stunden gemacht, vor ein paar Tagen. Ich habe auch bei, ich glaube, Level 90 vom MR angefangen und dann habe ich immer weitergemacht. Und habe sogar schon die Dekos bekommen, die ich später für mein Zaffi-Bild brauche. Die waren nämlich nur Rarity 10 und die droppen da halt relativ häufig. Des Weiteren wäre es das Dampfwerk. Und da kommen wir jetzt halt zum Kohlefarmen. Und da zeige ich euch mal ganz kurz meine Rüstung, die ich so zusammengestellt habe. Waffe ist egal, da könnt ihr machen, was ihr wollt. Hier ist einmal kurz die Rüstung.
Und ich habe da Lähmwiderstand drauf gegen die Westbreeds. Geologe ist ganz wichtig. Dann habe ich Meistersammler, deswegen der Jägerhüftring Beta aus dem High Rank. Beschleunigt das Sammeln und verhindert beim Sammeln zurückgestoßen zu werden. Wildbeuter Glück und Detektor erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass seltene Sammelpunkte neu erscheinen und markiert seltene Orte auf der Gebietskarte. Das sind halt so nice to have. Braucht man nicht, ist aber schön. So, dann lauft ihr halt einfach im Gebiet 1, also Lager 1, geht ihr hin und dann einfach durch die Wüste und Wald und so. Und dann macht ihr immer eure Schleifen. Ich habe in einer Stunde bis zu 20.000 Drachenkohle, also bis zu 20.000 Kohle gemacht. Ich habe das immer mal, die Tage immer mal so 2 Stündchen gemacht und da mal 4 Stündchen und so. Also da läpperte es sich über Tage schon echt zusammen. Ich habe jetzt insgesamt noch 150.000 Kohle. Und ich hatte mal kurz vor 200.000. So, und dann lasst ihr halt einfach, ne, ihr drückt R2 oder halt für die PC-Spieler, die mit Maustastatur spielen, Leertaste gedrückt halten oder halt eine Taste zuweisen und sowas. Am besten Klick und kein gedrückt halten. Weil für die Controller-Spieler unter euch, wenn ihr einen kompletten Durchgang habt bei diesem Dampfwerk, dann müsst ihr einmal die R2-Taste loslassen und wieder R2 drücken. Also nicht dauerhaft gedrückt halten, denn Gummiband funktioniert nur für einen Run. So, am wichtigsten sind uns die Goldschmelztickets und die Silberschmelztickets, weil die könnt ihr wiederum bei Verschmelzia gegen Dekorationen eintauschen. Ich werde das mal ganz kurz machen. Ich habe nämlich noch ein paar. So, da geht ihr auf Gildenalchemie. Die Stahlschmelztickets oder Stahlalchemie-Tickets, die sind halt relativ sinnbefreit, das sind halt nur sehr, sehr Low-Dekos. Bei Silber ist es schon besser, also da habe ich jetzt bis Rarity 11 rausgekriegt. Und bei Alchemie, also Goldschmelzalchemie, soll wohl safe immer ein 4er-Slot rauskommen und wohl sogar bis zur höchsten Seltenheitsstufe. Wir machen das mal ganz kurz. Ihr könnt bis zu 40 Stück auf einmal einschmelzen. Wir machen das hier mal mit 10. Es kostet euch auch nichts außer diese Tickets, also keine Research Points und so. So, und jetzt Wertermittlung. Und zack, habt ihr Dekos. Besonders gut für Leute, die im normalen Monster Hunter noch viele Dekos brauchen. Teilzerstörer, Experte und so weiter und so fort. Multibow zum Beispiel, also mächtiger Bogenjuwel kriegt ihr ja auch. Dann gucken wir mal. Unbeeindruckt, Blockerfähigkeit, offensive Abwehrfähigkeit, Aufhetzer, Betäubungswiderstand, Explosionsbeschichtungsfähigkeit, schnell wegstecken, Groll, Lärmangriff und schneller schärfen. Das könnt ihr halt immer wieder machen. Also da kommen auch sehr, sehr gute Dekos raus. Ich habe sogar schon eine Verschmelzungsjuwel. Das ist das Phönixjuwel. Habe ich schon mal einen bekommen. Das ist nämlich Seltenheit 8, 3er-Slot. Und diese Fähigkeit solltet ihr auf jeden Fall mal im Auge behalten. Ich will dann nämlich mal ein Bild testen von, wenn es dann fertig ist und auch funktioniert, werde ich euch das auf jeden Fall auf diesem Kanal hier zeigen. Das war es auf jeden Fall von mir. Also, macht die Flora Frostbeule Quest, am besten mit der Astralrüstung, dann kriegt ihr noch die VIP-Tickets. Und 10 VIP-Tickets könnt ihr gegen ein Goldschmelz-Ticket eintauschen, ganz wichtig. Oder ihr holt euch natürlich erstmal die Rüstung, die Astralrüstung, die kostet 5 VIP-Tickets. Und so könnt ihr halt alles abdecken. Geht super easy und ist eigentlich nur so ein bisschen rumlaufen und ein bisschen was einsammeln. Genauso wie bei der Kohle, rumlaufen, ein bisschen was einsammeln und ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst mir doch gerne ein Like da. Ein Abo würde ich mich auch sehr darüber freuen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ich bin raus. Euer Slugs Vapor. Ciao.